Hallo alle miteinander. Ich wollte euch mal etwas sagen, mitteilen, was mir aufgefallen ist heute, als ich auf Instagram war. Und zwar war da ein Post von irgendeiner schönen Sache, die passiert ist oder die jemand gemacht hat. Und unten drunter stand sowas wie: Ich wünschte, es wären mehr Menschen so. Und ich habe das gelesen und etwas in mir hat gesagt, da stimmt was nicht mit dieser Formulierung. Und ich weiß auch genau, was, denn ich achte sehr genau darauf, wie Menschen sich ausdrücken und auch wie ich mich selber ausdrücke. Denn die Worte, die wir wählen und wie wir sprechen, sagt sehr, sehr viel über unser Mindset aus. Und das Ding ist, wenn wir sagen, ich wünschte, da wären mehr Menschen so und so oder auch solche Sachen habt ihr bestimmt auch schon gelesen, wie wir brauchen mehr das und das, the world needs bla bla bla. Das Ding ist, wenn wir etwas so formulieren, dann befinden wir uns quasi in einer machtlosen Position. Wir könnten ja auch sagen, lasst uns alle ein bisschen mehr Müll einsammeln oder lasst uns alle ein bisschen weniger Plastik benutzen. Oder ich werde jetzt auch das und das und das machen. Das ist eine kraftvolle Aussage. Das ist eine Aussage, die beinhaltet und bedeutet, dass ich davon ausgehe, dass ich dazu beitragen kann, dass sich etwas verändert. Wenn ich sowas sage wie, die Welt braucht mehr bewusste Menschen, die Welt braucht mehr Liebe, ich wünschte, mehr Menschen wären freundlich zu Tieren, was auch immer, dann befinde ich mich in so einer passiven Beobachterposition. Und ich wünschte, und es ist wirklich nichts falsch daran, sich etwas zu wünschen. Es ist total alles okay, sich etwas zu wünschen. Und ich schließe auch nicht aus, dass es da Menschen gibt, die sehr aktiv sind und die trotzdem sagen, ich wünschte das und das. Aber ich würde behaupten, dass die meisten Menschen, die solche Formulierungen wählen, das nicht aus dem Bewusstsein heraus tun, dass sie selbst etwas zu einer Veränderung beitragen können. Ich würde euch dazu herausfordern, einfach mal darauf zu achten in nächster Zeit, wie oft ihr solche Sachen lest und wie oft ihr vielleicht auch sowas denkt oder aussprecht. Und vielleicht auch mal ganz bewusst umzuformulieren. Denn das macht etwas mit einem. Das ist genauso wie, wenn ich sage, oh, ich muss noch meine Steuererklärung machen. Okay, ja, wer macht gerne seine Steuererklärung? Aber natürlich ist es etwas, was wir machen müssen. Aber ich kann auch sagen, ich werde meine Steuererklärung machen. Oder ich will meine Steuererklärung machen. Denn ich will es ja auch, ich will es ja fertig haben, ich will ja auch Geld zurückbekommen vom Staat. Ja? Kraftvolle Formulierung, kraftvolle Position. Ja, mein Wort zum Sonntag oder wann auch immer ihr euch dieses Video anschaut. Achtet mal darauf, wie oft ihr Dinge lest wie: Wir brauchen mehr von, ich wünschte dies und das. I wish we had, I wish we were. The world needs, we need. Aber bei dem ganzen Brauchen und Wünschen, was kannst du geben? Was kannst du beitragen? Was ist deine Kraft? Und wenn es nur ist, ein Stück Plastik heute von der Straße aufzuheben und in den Müll zu werfen, dann ist das eine selbstermächtigte, kraftvolle Handlung. Vielen Dank fürs Zuschauen und willkommen in meiner Wohnung, by the way. Ciao.